Happy. Was für eine schöne Geste. Eine Kindergartengruppe aus Tennessee singt ihrem Hausmeister Mr. James ein Geburtstagsständchen. In Gebärdensprache. Mr. James ist taub. Der 60-Jährige hat den Kindern die Zeichensprache beigebracht. Bereits 15 Jahre arbeitet der Hausmeister an der Hickerson Elementary. Bei Kindern wie unter Kollegen ist James beliebt. Denn neben Gebärdensprache lehrt er auch gute Manieren und respektvolles Miteinander. Mit dem Ständchen wollen die Kinder dem gehörlosen Hausmeister ihre Anerkennung zollen. Die Überraschung ist ein voller Erfolg. Mr. James ist sichtlich beeindruckt.